Special Team. Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch seit langem auch mal wieder zu einem neuen Video. Und der Clip am Anfang sollte eigentlich schon gezeigt haben, was unter anderem eines meiner Themen in diesem Video sein wird. Big Team Battle. Ich verstehe es nicht. Ich persönlich bin ein jemand, der sehr gerne Big Team Battle spielt. Und der Big Team Battle auch ziemlich toll findet eigentlich. Vor allem Warthog fahren. Warthog-Fahren ist, finde ich, sehr, sehr unterschätzt, ja. Es macht mir zumindest sehr viel Spaß. Ja. Aber leider kann man es heutzutage in Halo 4 nicht mehr, denn es ist leider so, dass dadurch, dass jeder seine eigene scheiß verdammte Klasse hat, jeder auch durchgehend die Plasma-Pistole dabei hat. Und nicht nur die, auch hat jeder Plasma-Granaten. So. Plasma-Granaten und Plasma-Pistole ist die nervigste Kombi überhaupt in Big Team Battle, weil es ist immer gleich. Man steigt in irgendein Fahrzeug ein und wird sofort von behinderten Scheiß-Plasma-Granaten vernichtet. Ja, also als erstes wird man gestunt und dann direkt einfach sofort überall Plasma-Granaten, bumm, und man ist erstmal tot. Das ist so behindert und zeigt auch mal wieder, wie dumm dieses Scheiß-blöde Kack, behinderte, ärgerliche Ding-System ist, wie nennt sich's? Genau, Klassensystem in Halo 4. Es zerstört einfach so viel. Das Traurige ist aber daran, dass sie dann irgendwann sogar darauf reagiert haben und in Big Team Battle Slayer Pro eingeführt haben, oder sagen wir vielmehr normales Big Team Battle irgendwie Slayer oder so heißt es, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Spielmodus genau heißt, auf jeden Fall ohne Klassen. Aber es wählt einfach kein Schwein. Kein Schwein wählt diese Scheiße. Dann auch wieder das nächste Problem im Big Team Battle, wie man hier gerade wunderschön gesehen hat. Jeder verdammte Sack hat durchgehend irgendeine Powerwaffe. Was soll denn das? Was? Warum? Warum? Es gibt hier einfach so viele verdammt viele Powerwaffen, dadurch, dass man auch noch Ordnance Drops hat. Man wird durchgehend von jedem Scheiß getötet. Ich frage mich eh, warum die Saw eigentlich noch nicht im Klassenmenü zur Auswahl steht, weil sie eh durchgehend jeder hat. Auf jeder fucking Map gibt's überall eine Saw. Was soll denn das? Das ist etwas übertrieben. So viele Saws braucht doch kein Mensch. Das ist vollkommen out of balance. Na, wie auch immer die Granate da getroffen hat, habe ich irgendwie nicht falsch gedacht. Naja. Und deswegen sind eigentlich Warthogs und generell Fahrzeuge, die am Boden sind, eigentlich vor allem Warthogs, weil die anderen haben dann einfach mehr Wumms, unbenutzbar geworden. Und es ist ja nicht nur dadurch, dass es so viel Powerwaffen gibt und so viel Plasma-Pistols und Plasma-Granaten. Nein, sondern ganz schlau hat man sich auch gedacht, oh, Big Team Battle, viele Spieler, viel Bums. Also erstmal zigtausend Fahrzeuge rein. Ich meine, ich hätte gern einfach mal eine Map mit zwei, sagen wir vier Warthogs und vielleicht noch ein paar Ghosts. Das wäre einfach wunderbar und für die Menge an Spielern, namentlich 16, wäre das auch perfekt passend, meiner Meinung nach. Aber nein, anstattdessen gibt es irgendwie 4 Ghosts, 5 Warthogs, dazu noch 3 Banshees, 2 Scorpions und auf jeder Map ist sowieso immer noch ein Mantis. Manchmal hat man also eigentlich nur noch überall Explosionen in Big Team Battle und ich verstehe einfach nicht, was das soll. Ich meine, klar macht es auch mal wieder Spaß mit mehr Fahrzeugen und so und einfach mal sinnlos Explosionen und Bums und über. Aber
doch nicht durchgehend. Ich meine, man kann als normaler Fußballer halt gar nichts mehr ausrichten, weil überall jeder eine Powerwaffe hat oder irgendwie ein Fahrzeug oder beides. Wobei das nicht so viel Sinn macht. Oder eine Plasmagranate und Plasmapistols, ja? Und man kann, finde ich, überhaupt gar nicht mehr sinnvoll im Big Team Battle spielen. Das ist einfach überhaupt gar nicht mehr möglich und sowas regt mich einfach total auf. Weil Big Team Battle wäre meiner Meinung nach eine Liste, die sehr viel Spaß machen würde. Und so ist das einfach nicht so möglich. Ja, naja. Tja, was mich dann auch noch im Big Team Battle sehr, also wo ich ja in letzter Zeit kann ich ja verstehen, wenn viele Leute immer gerne das normale Dingslayer nehmen, also das mit Klassen, weil 343 das natürlich wieder ganz schlau gemacht hat. Sie haben jetzt die neuen Waffenskins mit dem neuen Map Pack. Dummerweise muss man dafür die aber, kann man die nur wählen, wenn man Klassen hat. Ich meine, warum macht man es nicht so? Man macht, anstatt dass man irgendwie jetzt komisches Klassen-Customization macht, macht man einfach viel mehr Waffenskins. Ja. Diese Waffen, also sagen wir, für jede Waffe gibt es 10 Waffenskins oder mehr. Und dann macht man das Ganze so, dass man sich für jede BR und für jede DMR und für jede Magnum und was weiß ich, die auf der Map herumliegt, ein Skin auswählt. Mit anderen Worten, sobald man eine Waffe aushebt, hat die den Skin, den man ausgewählt hat. Somit hat man das Klassensystem geschickt umgangen und man kann auch in normalen Slayer-Modi sich an seinen Waffenskins erfreuen. Und nicht nur das, man hat auch noch den Freischaltdrang der ganzen neuen User, also der heutigen Spielewelt, weil ohne Freischaltbares ist irgendwie heutzutage ja keine Motivation mehr am Spiel. Hat man dann auch noch befriedigt, weil die Leute können dann ihre komischen Waffenskins freischalten, die, wenn man es gut macht, auch noch cool aussehen. Und dann sind alle wieder zufrieden. Die Leute haben was zum Freischalten, die anderen haben kein Klassensystem, alle sind happy. Ja. Tja. Naja, egal. Damit ist das Video auch wieder zu Ende. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Schreibt doch eure Meinung in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Ich finde das auf jeden Fall, so wie es jetzt ist, einen großen Schmarrn. Und ich würde mir mal gerne Big Team Battle so wünschen, dass es auch mit Warthogs und ähnlichem spielbar ist und auch mal ein bisschen weniger Wumms hat. Und ja, genau. Meine Meinung und eure würde ich gerne lesen. Also ab in die Kommentare damit. Über eine Bewertung bin ich natürlich auch immer froh. Ciao und tschüss, sagt der Quert.